Heute landen wir wieder mal bei Lazy Lake und ich sage euch ehrlich, was wir heute für News im Video haben. Also ihr wisst, wenn ich das sage, dann ist es Real Talk so und wäre ich ihr, ich würde bis zum Ende dranbleiben auf jeden Fall beim Video, weil das möchte ich auf jeden Fall nicht verpassen. Aber Leute, fangen wir doch mal ganz entspannt an. Ihr kennt das Ganze. Und zwar arbeitet Epic Games schon auf dem Patch 17.3.0 hin. Das Update wurde schon auf die Dev-Server aufgespielt und wir können uns in der nächsten Woche schon auf das Update freuen. Eigentlich dachten wir alle, dass es schon diese Woche kommt, das Update, aber irgendwie hat Epic Games das total verplant oder ich weiß nicht, warum auch immer die das nicht rausgebracht haben. Wir spielen auch heute mit dem neuen DC-Skin. Ist ja ein Paket. Was neu im Item-Shop drin ist, könnt ihr euch für 94 kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein cooler Skin. Pickaxe ist auch ganz fresh, aber ich finde den Skin richtig nice. Ich stehe generell auf so Skins, die immer so weiß-schwarze Akzente haben. Keine Ahnung, das ist immer übel geil. So, den holen wir uns jetzt ganz entspannt. Aber ich sag euch, die MP ist schon richtig stark, ne, manchmal. Oder vorne. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Nice. Wo ist denn sein Teammate? Eigentlich müsste der ein Teammate haben. Aber gut, kommen wir zum nächsten Leak. Und zwar kann ich euch jetzt schon mal die nächsten XP Herausforderungen oder Achievements preisgeben, Leute. Also das ist wirklich kein Scheiß. Ich kann euch das einfach schon hier leaken, was als nächstes für XP Rewards ihr als nächstes bekommen werdet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, 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 ganz kurz, schon mal. Oh, ich muss abhauen, ich muss abhauen, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Abhauen, 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 abhauen. Okay, ich bin gleich wieder bereit. Oh, ich liebe die MP, die ist so nice. Ich lese euch jetzt die Challenges vor, die wir als nächstes bekommen und wie viel XP man dafür bekommt. Also, als erstes werde aufgesogen vom Mutterschiff. Ihr seht das Ganze, Leute, das Mutterschiff ist ja über uns und das Ganze wird viel tiefer bald werden, denn umso länger die Season geht, umso näher kommt das Mutterschiff und das Mutterschiff kann dann die Leute sozusagen aufsaugen wie die UFOs. Als zweites müssen wir einen Alien-Parasit töten und bei beiden kriegen wir 210.000 XP. Fürs erste Mal töten kriegen wir 210.000 XP. Dann die dritte XP-Herausforderung ist, eliminiere noch einen Alien-Parasit und dafür bekommen wir 80.000 XP. Und dann bekommen wir nochmal 80.000 XP, wenn wir alle Alien-Parasiten-Eier zerstören. Also, aus diesen XP-Herausforderungen kann man auch ein oder andere Leaks schon mal sagen. Und zwar, dass das Mutterschiff auch bald wie die UFOs hier uns hochziehen kann und uns wegbeamen kann. Und es werden auf jeden Fall die Alien-Parasiten kommen. Jetzt habe ich noch neue Sachen zu Waffen, die NPCs in nächster Zeit verkaufen werden. Ihr wisst ja, es gibt immer mythische Waffen auf der Map und es gibt auch manche NPCs, die solche Waffen verkaufen. Ich kann euch hier sagen, was die Waffen können, aber wie die Waffen heißen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kostet das Ganze 500 Gold. Diese Waffe hat weniger Rückstoß als alle anderen Waffen. Schießt 2 Schüsse pro Schuss, als so eine Burstwaffe ist. Das ist so wie die Farmers ungefähr. Als nächstes hat die Waffe ein Damage von Close Range von 30, Mid Range 24 und von der Distanz eine 20er Schaden pro Schuss. Und der NPC, der diese Waffe haben wird, kann man sogar herausfordern gegen eine lilane Tech Shotgun. Also wenn man ihn tötet, kriegt man eine lilane Tech Shotgun. So viel zur nächsten Exotic Waffe hier, Leute. Also es wird eine Art Farmers sein. So viel wissen wir. Und, hä, wo ist denn der? Ist er da? Es gibt's doch nicht, dass ich ihn nicht treffe. Den holen wir uns, Leute. Den holen wir uns sowas von. Nee, 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 nee. Hau mal rein, Minion. Farmers! Nice! So viel zu der neuen mythischen Waffe, die rauskommen wird. Aber es war noch nicht alles. Halt mal den Ball flach, Leute. Halt mal den Ball flach. Wir haben noch was weiteres. Und zwar kann ich euch jetzt Waffen preisgeben, die bald rauskommen werden. Also nicht von einem NPC, sondern einfach so werden diese Waffen bald rauskommen. Nicht, dass du irgendwie denkst von einem NPC wie gerade eben. Wo ist denn der?
Wo ist denn der jetzt denn? Digga, bin ich blöd? Hä? Digga, wo ist denn der hin? Der ist einfach abgehauen von uns. Aber gut, kommen wir zu den nächsten Waffen, die bald rauskommen werden. Und zwar gibt es eine Anti-Gravity-Waffe. Das ist ja die Waffe, wo ich euch schon im letzten Video erzählt habe, dass Rick Sanchez die in einem Trailer dabei hatte. Und man kann mit der Waffe Gegenstände einfach nehmen und wegwerfen oder so. Goldene Scar, okay. Nice. So viel zu der Waffe. Dann kommt noch eine Prop-Gun. Diese hat eine Cooldown von 30 Sekunden. Dann kommt Rick's Covinator. Ich habe mich gerade vertauscht, glaube ich, Leute. Tut mir leid. Rick's Covinator ist die Waffe, die wir in dem Trailer gesehen haben. Und die Anti-Gravity-Wegwerf-Pistole. Weiß es nicht, was es damit auf sich hat. Dann haben wir eine exotische Pulse-Rifle. Eine schlechte Nachricht. Eine Sepp-Waffe. Das heißt, eine mit so Impulsen, so, so eine Waffe. Also, wie soll ich es sonst erklären? So wie die Zapatron hier Falle, kriegen wir so ähnlich so eine Waffe, auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes die Plasma-Shotgun. Diese Waffen werden demnächst rauskommen. Leute, ihr seht schon, wie viel krasse News haben wir heute schon im Video. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter, wir sind noch immer nicht zu Ende. Die krasseste News kommt noch, Leute, no joke. Also, das ist ganz, ganz wild. Oh, da vorne ist ja mal einer noch, warte mal. Weil ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die goldene Sky ist einfach wild. So, jetzt kommen wir zu Map-Veränderungen. Da hat sich auch einiges getan. Im letzten Video habe ich euch auch natürlich drüber erzählt, dass Coral Castle bald verschwinden wird. Das stimmt auch, aber wir haben noch andere News, die wir hier zur Map jetzt haben. Einmal wird Bonnie Burbs in eine Art Tilted POI verwandelt. Das Ganze wurde noch nicht bestätigt, aber die Leaker gehen davon aus, also, dass hier Bonnie Burbs sich in so eine Art Tilted verwandelt. Würde auch gut passen, weil es relativ weit in der Mitte von der Map ist. Ist wieder das dann so ein Hotspot. Und dann haben wir als nächste Info, beziehungsweise Map Changes, das Mothership wird näher zur Insel kommen. Dann wird es ein Anti-Gravity-Biom geben. Ihr habt richtig gehört, Leute. Ein Anti-Gravity-Biom. Ui. Uiuiui. Ui. Dachte gerade, ich gehe drauf, Leute. No joke. Dachte gerade echt, ich gehe drauf. So, jetzt bauen wir uns mal hoch mit dem Jump-Pad. Nice one. Leute, sorry, ich habe mich gerade versprochen. Anti-Gravity. Nicht, dass ihr Gravitation habt, wenn ihr springt, sondern wenn ihr bei diesem Biom seid, dass ihr nicht irgendwie Gravität verspürt. Das heißt, dass ihr nicht hochgebeamt werdet oder komisch springen könnt. Also es wird wirklich ein Biom sein, wo die Gravitation nicht funktionieren wird. Sorry, da habe ich mich versprochen, das habe ich falsch verstanden gerade. Wie viel kämpfen denn da vorne noch? Ah, da ist noch einer. Da chillt auch noch mal einer. So, hau rein, Bro. Willst du mich verarschen? Er hat die nicht getroffen. Okay. So, Leute, das waren jetzt die Map-Changes im heutigen Video. Also, ihr seht, wir haben unheimlich viele News, aber wir sind noch immer nicht fertig. Sorry, dass ich mich heute so ein bisschen verspreche. Heute ist irgendwie der Wurm drin, ne? Auf jeden Fall mit der Gravitation habe ich mich gerade verbessert. Ich will euch auf jeden Fall hier keinen Blödsinn erzählen. Jetzt kommt wirklich die krasseste News, worüber ich mich am meisten freue. Also, das ist wirklich sehr krass. Wo ist denn der Typ? Okay. Ist nicht noch einer unter mir? Ne, ich könnte schön, dass noch einer unter mir war. So, jetzt kommt das Heftigste. Passt auf. Und zwar, ihr kennt doch die I.O. Also, ich sag's immer I.O. Manche haben mich erstmal darüber ausgelacht, weil ich I.O. gesagt habe. Dann nenne ich sie heute I.O. I.O., okay? I.O. Sagen wir die I.O. So, die I.O. ist zurzeit dabei, eine Waffe zu bauen, die gegen das Mutterschiff kämpfen wird, Leute. Bei Corny Complex. Habt ihr gerade richtig gehört? Die IO oder die IO baut gerade eine Waffe gegen das Mutterschiff. Leute, das ist abnormal. Ey, Digga, ich muss manchmal so aufpassen, Leute. Die Leute lasern mich manchmal, wenn ich von nah bin.
Und diese Waffe wird im Kampf gegen das Mutterschiff eingesetzt. Zurzeit wird das Ganze gebaut bei Corny Complex. So, wo haben wir nochmal Corny Complex, Leute? Direkt hier oben. Dort wird die Waffe dann erscheinen in den nächsten Monaten. Und was wir noch dazu haben, ist, dass diese Waffe Device Cradle heißt. Und die zurzeit einfach aufgebaut wird. Und in den Files hat man noch gefunden, dass es eine Art Tür geben wird, die man dann öffnen kann. Also Leute, Corny Complex wird ein richtig geiler Ort werden. Genauso wie Bonnie Burbs. Und ich bin mal gespannt, wenn das Mutterschiff näher kommt, was für eine Waffe uns erwarten wird, beziehungsweise was die IO für eine Waffe raushaut, damit wir hier gegen das Mutterschiff ankämpfen können. Ob wir die Waffe einsetzen können, weiß ich nicht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Leute. Aber so viel auf jeden Fall zur IO. Ja. Das war's auch mit dem Video, Leute. Leider haben wir nicht den Win geholt, aber das waren alle Informationen zum Video. Geisteskrank, dass einfach die IO hier etwas baut, damit man das Mutterschiff besiegen kann. Unglaublich viele News. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao, ciao.